So Leute, willkommen im Spiel Blade in Sorcery mit der Pico 4 und ich möchte heute dieses Verlies zocken, also dieses Nomad Update mit der Pico 4 und ja, ich spiele es als ja ein bisschen halb Magier, halb Krieger. Ich habe so eine Streitaxt, Kriegsaxt, ein kleines Schutzschild, ein Heiltrank und zum Meucheln, ne, den Dolch, ganz wichtig. Und ich bin gespannt, wie das mit der Pico läuft und auch vom Tracking her und grafisch. Und ich würde sagen, gehen wir mal zur Karte. Genau, Vorposten. Unser Verliesabenteuer. Wir lassen diese Einstellung einfach mal und los geht's. Viel Spaß. So, hier sind wir auch schon am Start, aber der Start kann variieren. Mal spawnt man unten, muss ein Seil hochklettern, dann woanders. Also hier spawn ich meistens. Und erstmal, bevor es jetzt losgeht, ja, das Spiel ist brutal. Ja, man kann hier sehr richtig krasse Sachen machen, würde mir aber im Traum niemals im Leben einfallen, das wirklich so zu machen. Es ist ein Spiel und mehr ist es nicht. Von daher, da muss man schon gut unterscheiden, was macht man nicht. Und ja, wer das Spiel nicht kennt, wir haben hier an jeder Hand eine Möglichkeit, Zauber zu machen, Feuer, Blitz und Schwerkraft. Mit der Schwerkraft kann ich coole Sachen machen. Ich kann die Jedi-Kräfte hochheben, die Leute. Ich kann die auseinanderreißen in der Mitte. Ich kann aber auch aus Höhen runterspringen und damit abbremsen, wenn ich so mache. Also es ist ziemlich cool. Man kann die Waffen aufladen. Zum Beispiel mit Elektro-Schocks, mit Blitz. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Die Map hier ist immer anders, man startet immer woanders her, es sind immer andere Türen zu oder auf. So, nochmal, auch nochmal sicher. Und das ist die Schwerkraft. So, und jetzt würde ich fast sagen, dass wir den hier. Den lauern wir auf. Ganz langsam. So, ich hätte dem jetzt auch den Mund zuhalten können, so, dass er nicht schreien kann. Jetzt müssen wir erstmal unser Raum hier aufräumen. Ne? So, darunter geht es auch noch zum Weg. Aber ich glaube, hier ist es auf. Müssen wir hier mal weiter. Und das nochmal jemand. Sieht das aus, ob die noch schläft, oder? So, kann man jetzt auch noch die Waffen hier abnehmen, wenn die tot sind? Ja, guck mal. Und die haben eine richtig coole Physik, die Waffen, auch alles schwer. Also man merkt es halt, wenn die Waffen schwer sind. Excalibur. Hören die das jetzt? Der hat jetzt die Axt da drin stecken und macht nichts.
Oh, der pariert die. Hey, ho, hey, ho, hey. So, na, komm, komm, komm. Ich wollte nur, dass du die Axt loslässt. Verdammt, komm. Wie komme ich denn hier nach Excalibur hoch? Ich war da schon mal drauf. Komm, wir lassen den einfach mal da liegen. Schauen wir mal ganz kurz. Yes. Okay. Vielleicht, wenn ich die Zeit. Wir haben auch noch Zeitlupe, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da sollen wir wohl mehr Kräfte haben, stärkere. Aber auch nicht, okay. Müssen wir erstmal so klarkommen, ohne Excalibur. Das Coole ist ja wirklich. Diese Physik, ne, von den Waffen, Wahnsinn. War ja das erste Game, was so krasse Waffenphysik hatte. Oh, da ist wieder jemand. Bernadette ist das. So, ich muss mal ganz kurz im Raum nochmal drehen. So. Na kommt. Na komm. Ja, man ist das ziemlich stark, aber man kann auch richtig schnell sterben, wenn man was falsch macht. Und die kann man auch im Nachhinein noch lenken. Feuerbälle. Ich muss hier irgendwie hoch. Da ist einer. So, den haben wir. Ich wollte gerade sagen, den haben wir schon mal. Nö, haben wir nicht. Gut geschützt. Okay, das war's. Du warst tapfer. Jetzt will ich mal was probieren. Okay. Also ich dachte, die bleibt da hängen, aber war nicht so. Haben wir hier irgendwas auf? Okay, also muss man doch runter.
Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen, was wir machen. Ah, da geht's lang. Hätte ich auch hier bleiben können. Na komm. You will regret this. Nein. Werde ich nicht. Ah, tut mir schon leidig. You shouldn't be here. Okay, da ist niemand mehr, da steht es auch zu. Versuchen wir hier hochzukommen, oder? Also springen können wir, oder? Okay, da geht's weiter. Denke ich, den lassen wir jetzt mal. Ich glaube, wir müssen bis ganz hinten. So, jetzt müssen wir nochmal hochkommen hier, so. Geht's auch hier weiter. Das hätte ich jetzt kein Problem, aber wäre halt blöd. Aber sieht gut aus eigentlich. Oh Gott, das ist nicht gut. Der lebt auch noch. Ich müsste mal... Ach, wie viel seid ihr denn? Und da war es schon um mich geschehen. Ich müsste eigentlich den. Ich hätte den Dings trinken müssen. Den Tank. Ah, schade. So, nochmal.
Tut mir leid. Ach, jetzt muss ich wieder hoch. Was? Manchmal steht hier in der Ecke jemand? Jetzt aber. Na, warte. Die gehen mir aber jetzt auf den Sack. Ich habe auch keine Zeitlupe mehr. Ach, da werden ja gar nicht weniger. Ja. Na komm. Boah, die haben das aber jetzt spannend gemacht, die 6-8 Mädels. So. Hier muss da hochgehen, oder? Boah, das wird schon ganz schön schwierig, wenn da so viele kommen. Ne, hier geht's nicht runter, okay? Lang. Wieder geradeaus. Manchmal sieht man's nicht. War auch eine Zauberin.
mir leid. Na komm. Das war's. So. You should be here. Der hat mein Messer im Rücken. Na komm, ich will erstmal meinen Dolch wieder haben. So. On Dolch. Das wird ein. Da wird ein harter Bursche, du. Auch ein Zauberer. Verdammt. Am PC kann man die beiden zusammen verbinden und eine riesige Sphäre machen, aber geht hier nicht. Oh. Komm, da findet die erstmal keiner. Okay. Oh, der war gut, der Move. Ist die direkt kaputt? Die liegt aber freizügig, du. Sah ziemlich blass aus. Ah, den Weg kenne ich doch. Jetzt geht's wieder gleich zur Burg, wo wir scheitern werden. Die Frage ist auch, ob man auch hier unbehelligt hinkommen kann irgendwo.
Die müssen wir noch ausschalten. So, da kann auch keiner Alarm schlagen. Ich mach mal hier hoch. So, Mist. Also war das lang. Ganz schön lang der Weg hier. Das ist jetzt die Frage, wohin? Da runter, oder? Na komm. Immer runter. Hab ich jetzt geschafft? Ach so. Gucken jetzt nochmal, ob wir noch Gegner finden. Aber ich glaube, es sieht eigentlich ganz gut aus. Dann müssten wir, wenn überhaupt, hier nochmal hoch, ne? Aber ne, das führt ja auch nur dahin. Ne, dann sind wir hier durch, eigentlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Also mir gefällt das Game. Ich muss noch ein bisschen besser werden. Ich habe am meisten immer Angst, gegen die Wände zu schlagen. Ich werde das mit der Pico definitiv mal draußen testen. Vielleicht kann ich davon auch eine Aufnahme machen, wenn es jetzt nicht mehr so hell ist, dass man draußen mal eine richtige coole Session macht. Weil da braucht man nirgendwo Angst haben, gegenzuschlagen oder so. Dann kann man, ja, kann man richtig ausflippen, sage ich mal. Ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Like raus, wäre nicht schlecht. Und ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.